Sollte Sarins Terminal im Wal finden. Haben wir das nicht? Hm. Ich dachte, wir hätten hier schon was gefunden. Aber das war in diesem Brunswick, glaube ich, wo wir das erste gefunden haben. Und hier hatten wir das noch nicht, das Terminal. Ach so, konnten wir da irgendwie nicht weiter? Ich kann mich da gerade schlecht oder gar nicht dran erinnern, eigentlich. Ja, aber wir müssen wahrscheinlich irgendwo hoch. Da hinten sind, das sind so rote Türen. Und hier hinten weiß ich nicht mehr, was drin war, aber da war irgendwas. Hm, nee. Könnten wir da denn hin müssen? Hat uns ja irgendwie gesagt, dass wir eine neue Freigabestufe haben. Ah, da ist grün. Ach, da ist er ja. Was ist hier? Das ist doch ein Gleiter, oder? Ich treffe auf eine seltsam leuchtende Gestalt. Sie grüßt mich, bevor ich überhaupt die Gelegenheit habe, mich zu fürchten. Neue Benutzerin gefunden. Hallo, bitte geben Sie Ihren Benutzernamen ein. Ich flüstere meinen Namen, was sich urplötzlich sonderbar anfühlt, als hätte ich ihn zum ersten Mal laut ausgesprochen. Willkommen, Sable. Ich habe ein neues Konto für Sie angelegt. Hä? Ich raff gerade nicht, warum. Wir kennen die doch, die Gestalt doch. Ich bin der simulierte anthropomorphe Registrierungs- und Informationsnexus. Aber Sie können mich Sarin nennen. Ich frage Sarin, was sie hier macht. Da bin ich mir nicht ganz sicher, Sable. Die meisten meiner Datenmodule scheinen beschädigt zu sein. Ich versuche, auf Schiffsaufzeichnungen zuzugreifen. Sarin verstummt einen Augenblick lang. Transferiere Schiffslogbuch zu ihrem Posteingang. Danke für ihre Hilfe beim Bergen meiner Datenmodule. Ich habe ihre Sicherheitsfreigabe aktualisiert, Sable. Gewähre Zugang der ersten Stufe. Ah, cool. Ach, okay. Geil. Da gibt es dann auch einen Gleiter als Belohnung. Jetzt bekommen wir hier Klamotten. Cool. Schauen wir uns das mal an. Wo ist es denn? Warum jumpt das immer weg? Boah, das sieht cool aus. Der Helm nicht so, aber können wir auch den auflassen? Ja, das finde ich cool, bis auf den Helm. So, und wir können jetzt, wenn wir noch mehr Aufzeichnungen finden. Ah, da fehlen wohl noch 3 Stück. Dann können wir da drüben den Gleiter bekommen wahrscheinlich. Oh ja, das sollten wir uns noch auf jeden Fall zur Aufgabe machen.
Ja, der passt irgendwie nicht dazu, ne? Der Helm sieht echt komisch aus. Ja, ich störe mich mal nicht weiter an den Haaren. Ja, irgendwie heute wieder so Sound Stuttering und so ein Zeug. Okay, aber... Mhm, 1, 2, 3. Und... Hier... War hier auch was? Ja, ich würde jetzt einfach mal... Zack. Sagen. So, Moment. So, dass wir da entlang fahren können. Und jetzt gehen wir mal kurz beim Mechaniker vorbei. Und fragen den mal, ob er irgendwas tun kann. Achso, wir können nur das... Weil wir da keine neuen Teile haben, oder? Wenn wir woanders hingucken, was hatten wir da noch? Station Markknochen. Die haben ja auch wahrscheinlich Zeug. Wo war denn der? Na, wen haben wir denn da? Meine Lieblings... Gleitergenossin. Lustig. Ich habe gerade an dich gedacht. Ich hatte auch an dich gedacht. Wirklich? Das muss Schicksal sein. Oder zumindest ein Glücksfall. Was ja auch schon was Feines ist. Elisabeth hat die Hände in die Hüften gestemmt und kichert. Ich frage sie, warum sie an mich gedacht hat. Weil ich über alles nachgegrübelt habe, was mir beim ersten Gleiten entgangen ist. Ich war so in Eile, Ekria zu erreichen und Wächterin zu werden, dass ich wie ein Geschoss in die Großstadt gesaust bin. Ehe ich mich versah, war ich schon jahrelang unterwegs, hatte nie Hakoa gesehen, war nie in unterirdischen Seen geschwommen, hatte nie herausgefunden, was in einer Nimor-Pflanze ist. Würdest du das gerne? Ich frage sie, ob sie gerne ergründen möchte, was sich in Nimor-Pflanzen befindet. Sehr gerne sogar. Als ich den versteinerten Wald durchquerte, kam ich bestimmt an einigen vorbei, aber das war bei Tag und in der Sonne schließen sie sich sofort. Vielleicht war ich aber auch in zu großer Eile, um genau hinzusehen. Alte Gewohnheiten. Sei's drum, leider werde ich wohl in nächster Zeit nicht dahin zurückkehren. Falls du also mal über eine Nimor-Pflanze stolperst, könntest du sie vielleicht aufbrechen und mir sagen, was du gefunden hast. Irgendwas muss sie ja schließlich zum Leuchten bringen, oder? Irgendwie beflügelt sie mich und ich verspreche ihr viel zu voreiliges, ihr zu zeigen. Ich fühle mich dazu getrieben, sie zu beeindrucken. Ein bisschen. Nein, das musst du nicht tun. Ich, oh, was sage ich denn da? Ich habe mich zur Ruhe gesetzt, gleite und will, was ich will. Öffne eine Nimor-Pflanze und bring mir, was sich darin befindet. Ich hoffe nur, dass es kein furchtbarer giftiger Schleim ist. Das hoffe ich auch. Ich sage ihr, dass ich auch keinen ätzenden Schleim abbekommen will. Ich füge hinzu, wie schwer es wäre, Simon mit Skelettfingern zu steuern und erst recht ihr die Neuigkeiten zu überbringen, wie es gelaufen ist. Elisabeth lacht. Ja, das wäre schon eine Enttäuschung. Ich habe meine Marschbefehle, verabschiede mich von Elisabeth und mache mich auf den Weg. Mhm. Die hat auch immer noch was zu tun für uns, ne? So, ein Maschinist. Ja, verkaufst du auch was, oder? Nee, die können nur anpassen. Aber wir haben so viel von diesem Altmetall. Schlüssel. Quest. Altmetall von Schrottsammler, das vielseitig einsetzbar ist. Von der Balken. Und auf dem Schrottplatz an der Station verbrannte Eiche eingetauscht. Okay, hätten wir mal lesen sollen, da waren wir vorher.
Wo ist denn der Schrottplatz? Wir haben 84 Stück, da können wir bestimmt irgendwas kaufen. Das ist der Maskenheini. Was ist denn mit dem Sound? Ach, das sieht aus wie ein Schrottplatz. Hallo. Den kennen wir noch gar nicht. Es ist eine Herausforderung, Schrottsammler nicht mit einer gewissen Romantik zu betrachten. Wenn ich als Kind an mein Gleiten dachte, malte ich mir aus, ich würde eine in Staub gehüllte Reisende sein, die seltsame verbotene Orte erkundet und seltsame vergessene Dinge findet. Eine Schatzsucherin auf der Jagd nach alten und geheimnisvollen Objekten. Und obwohl ich mir sicher bin, dass es jedem mitspielen kann, in Sand und Erde nach nützlichen Werkzeugen und Dingen zu suchen, ist in der Realität dieser Arbeit auch stets ein Teil meiner Fantasie enthalten. Sei gegrüßt, Gleiterin. Ich bin Altin. Ich verbeuge mich und stelle mich als Säbel vor. Findest du unterwegs viel Altmetall-Säbel? Andauernd. Gut, gut. Altin lehnt sich zurück und schaut nachdenklich an die Decke. Dann habe ich eine Aufgabe für dich, falls du Lust hast. Das Zögerliche in meiner Stimme hat damit zu tun, dass ich ein wenig eingeschüchtert bin. Aber ich stehe so gerade und lässig, dass ich wirke, als hätte ich Lust auf alles Mögliche. Und Altin scheint es mir abzunehmen. Ich brauche Schrott, Säbel, jede Menge. Und du bist da draußen unterwegs und machst im Grunde genommen gar nichts. Altin kichert in sich hinein. Ist vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt, das Gleiten ist schon seltsam. Man hat nichts zu tun und deshalb alles Mögliche zu tun. Obwohl jemand während seines Gleitens irgendwann mal nur rumgelegen hat? Es wäre vielleicht einfacher. Ich scherze, dass es einfacher wäre, wenn ich mir einen großen warmen Felsen suchen, in die Ferne starren und mich während des Gleitens nur entspannen würde. Er prustet, amüsiert, aber ich erkenne, dass er die Vorstellung von einem ausgedehnten Nickerchen einladend findet. Und da wären wir vielleicht schon zwei. Wie auch immer. Die Aufgabe. Mal sehen, ob du sie verstehst. Sie ist schon recht komplex. Ich sage ihm, dass ich bereit bin. Zieh los. Finde Schrott. Bring ihn mir. Ist das alles? Leicht erstaunt frage ich Altin, ob das alles ist. Wie meinst du das? Ist das alles? Es geht halt ums Schrottsammeln. Nimmst du die Aufgabe jetzt an oder nicht? Ich sage ihm, dass ich mich über jeden Grund freue, auf Entdeckungsreise zu gehen und ihm alles bringen werde, was ich finde. Ich verabschiede mich von Altin. Was Nützliches gefunden? Ich gebe ihm alles, was ich gefunden habe. Ein Teil nach dem anderen. Altin schaut an die Decke. Ich muss schon sagen, ich hatte nicht viel von dir erwartet. Ich warte darauf, dass er fortfährt, und zwar etwas zu lang. Aber das ist eine gute Ausbeute. Hier, bitte. Altin greift in seine Tasche und wirft mir zwei Schrottsammlermarken zu. Eine davon ist ein bisschen dreckig, aber ich tue es so, als ob ich das gar nicht bemerke. Gute Arbeit, weiter so. Okay, der hat uns jetzt eine Menge Kohle gegeben. Und ja, ich weiß nicht, aber oben, da gibt es doch so einen Händler. Was rennt der eigentlich darum? Wie viele Schrottsammlermarken brauchen wir denn? Der hat uns jetzt zwei gegeben. Kann das sein, dass er uns alle 40 was gibt? Weil wir hatten irgendwie so 83 Schrott. Ach, der hat die Händler haben das Zeug immer, oder? Kauf das jetzt einfach mal. Weiß nicht, ob das... Ob das jetzt so unbedingt was besser macht, oder... So. Moin. Aha, das wird langsamer.
Okay. Dann gucken wir zu denen. Kaufen mal die anderen Teile. Also, dann benutzen wir alles außer den Antrieb. Weil den Antrieb haben wir schon und den kann ich irgendwie nicht machen. Händler. Wo ist der hier? Hier drin nicht. Bist du ein Händler? Nö. Hier ist ein... Ach so, hier gibt es auch so ein Masken. Masken-Heini. Wo ist denn der Händler? Oder verkauft der das? Ah. Nee, das packe ich nicht. Wow. Also es blitzt jetzt ein bisschen, aber... Hört sich viel besser, das Teil. Nice. So, dann... Blitzt jetzt, also so ein bisschen ist das Blitzgeräusch da, aber nicht so schlimm wie, wenn man, ja, wenn man diesen Antrieb dran hat. Juhu. Weiter links. Wuhui. Um den Felsen rum und dann gucken wir mal, was da hinten noch so ist. Ah, wo ist denn denn... Ist denn dieser versteinerte Wald? Hier? Der ist wahrscheinlich hier, oder? Naja. Come on, tell me, show up.